So, Freunde, willkommen zurück zu Sims. Die letzte Folge, die war ja sehr, ja, von Rache erfüllt. Auch wenn das natürlich nicht, das muss ich jetzt nochmal sagen, es war natürlich nicht ernst gemeint. Also, ich liebe ja meinen Taros. Wir sind ja die besten Bros und so. Und das war ja nur so ein kleiner Scherz, weil er mich ja auch so ein bisschen verunstaltet hat. Obwohl er ja immer wieder erläutert hat, er hatte keine andere Wahl, weil es keine andere Frisur gab. Ja, okay, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber ganz ehrlich, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich habe überlegt, wen kann man denn noch so erstellen? Und viele haben ja schon, oder viele Let's Player haben viele andere Let's Player erstellt und so. Halt den Currywurst, den Mafuyu, den Turbinator, die Pandoria, Pandorium, wie auch immer man das jetzt aussprechen mag. Und Gronkh und Valazza, wollte ich schon sagen, Sarazza und hier Slam Massive und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir so, was kann man da noch machen? Prominente wäre noch eigentlich cool und wen kann man als prominente Person in Deutschland am besten persiflieren? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielleicht die Bundeskanzlerin, die Frau Andrea Merkel. Nein, Angela Merkel natürlich. Und ich habe mir jetzt links auf dem zweiten Bildschirm einfach schon mal ein kleines Bild dahin gemacht, damit ich ungefähr sehe, wie die gute Frau dann aussieht. Auch wenn man das eigentlich wissen sollte. Naja, okay, gut. Ja, wo sind denn eigentlich meine anderen? Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt hier sieht. Wahrscheinlich hatte das wieder nicht gespeichert. Ist ja auch egal. Wir fangen einfach mal an. Zoomen mal hier so. Okay. Ja, wie alt ist die denn? Achso, das können wir ja noch gar nicht. Ja, okay, wir müssen natürlich junger Erwachsener. Das ist etwas schwierig. Aber wenn das Spiel dann irgendwann rauskommt, das, ich glaube, am 4., 5. oder so, durch das ja released, dann kann man sich das ja mal etwas genauer angucken. So, ach so. Ach, das hatten wir, glaube ich, beim Saharus gar nicht gemacht. Und die Gangart auch nicht. Das ist blöd. Nein, das ist nicht die Frau Merkel. Nein. Ihr Trelland? Ja, das ist... Nein. Das ist schwierig. Okay, machen wir erstmal die Gangart. Wie geht man denn so als Bundeskanzlerin? Hochnäsiger Gang. Ich bin Bundeskanzlerin. Oder stolzer Gang? Ich bin Bundeskanzlerin. Und du kannst das auch. Oder vielleicht femininer Gang? Ah, ich bin Bundeskanzlerin. Ah, und guck mal, ich wackel mit dem Hinter... Nein. Da guckt der Obama dann bestimmt nicht drauf. Strammer Gang? Ja, eher so, ne? So mächtiger Gang? Nee, nein, nein, so geht die Frau Merkel nicht. Auf gar keinen Fall. Was? Trotteliger Gang? Bestimmt nicht. Als wäre sie nicht Bundeskanzlerin. Schleppender Gang. Nee, ganz ehrlich, nee. Federn da. Ich weiß es ja nicht. So ein stolzer, doch so ein stolzer Gang, das ist gut. Das gefällt mir. Gut, dann fangen wir jetzt mal mit dem, ja, mit der Bratze hier an, mit dem Gesicht, mit dem, oh. Das sollten wir vielleicht hier so nicht machen. Ja, mit dem Kopf halt. So, Gesicht. Ja, das ist natürlich schwierig, weil die Frau Merkel wird jetzt gleich einfach jünger aussehen, als sie dann tatsächlich ist. Wie alt ist die denn? 50, 55, 60? Ah, die ist schon ja, kurz vor der 60, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Bin mir da gerade so ein bisschen unsicher. Ja, was nimmt man denn da? Also so Gesichtsfarbe ist halt relativ, ja, relativ weiß so, ne? Aber das ist schwierig. Dann machen wir... Was hat die? Die hat... das ist echt... Aber, wobei, da kann man sich ja hier dann nochmal so ein bisschen... Ja, so ein bisschen heller auf jeden... Ja, ja gut. Ja. Gucken wir mal. Man kann ja nochmal zurückkommen. Hautdetails. Ja, klar. Falten auf jeden Fall. Genau, perfekt. Hat sie denn irgendwo so ein Muttermal oder so? Sonn... Nee. Hat sie auch nicht. Okay, gut. Dann, wir machen erstmal die Haare vielleicht. Was hat sie denn hier? Sie hat ja... Wobei, früher sah die tatsächlich schlechter aus als heutzutage. Also, die hat schon... Oder die Modeberater, die sie hat, die machen ihren Job auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt... Ich sehe das erste Mal die ganzen Haare von den Damen. Ich hatte ja bis jetzt nur einen Mann erschaffen. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen... Das ist ja viel mehr. Ja, Mittel eigentlich, oder? Genau. Sieht jetzt aber nicht aus wie einer, oder? Ich weiß es ja. Boah, ich meine, naja. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist für den Anfang sogar ganz gut. Gut. Hüte, nee. Nee. Dann,
Ja. Augen? Sie hatte so relativ... ich muss aufpassen, was ich sage, sonst kommt gleich auch hier so eine SWAT-Einheit rein. Ich muss ja... Ich darf ja die Frau Bundeskanzlerin nicht irgendwie... wir müssen erstmal, glaube ich, Make-up wegtun. Und das... Guck mich doch mal an. Gucken Sie... Boah, was hat denn die Frau Merkel für eine Augen... Moment, ich google das mal ganz kurz. Was hat die denn für eine Augenfarbe? Ich weiß es gar nicht. Hätte ich mich vielleicht mal besser darauf vorbereiten sollen. Frau Merkel, Moment, ich muss erstmal hier einen neuen Tab eröffnen. Ich guck das mal bei mir auf dem Handy. So, boah, Google braucht ja wieder ewig. In der Zeit überlege ich mir einfach schon mal ein paar Sachen, die ich gleich dann noch machen kann. Oh, die Kette hat sie ja auch. Könnte man dann auch gleich mal machen. Hallo? Handy? Handy? So, Angela Merkel Augenfarbe. Oh, ich habe gar nicht geschrieben. Das ist super. Hallo? Alter, was ist mit meinem Handy los? Hä? Ja, super. GTA 5, Trevor. Hä? Ach, mein Handy funktioniert auf jeden Fall. Gerade sehr gut. Moment, ich mach mal kurz, genau. So, dann funktioniert das gleich. Das ist ja blöd, wenn man nicht mal die Augenfarbe der eigenen Bundeskanzlerin weiß. Nehme ich einfach mal das Handy hier. Man hat ja mehrere. So. Alter, heute... Sag mal, was ist denn hier los auf einmal? Ich habe einfach zu große Finger, glaube ich. Angela Merkel, genau, genau. Jetzt nur noch Augenfarbe. Augen. Augen. Nein, nicht Autogrammadresse. Augenfarbe. ich will doch gar kein Autogramm von der Frau Merkel haben. So, Augenfarbe blau, genau wie bei mir. Okay, alles klar. Super, blau. So? Es gibt ja hier leider nicht so viel. Vielleicht kommt da später dann mehr hinzu. Zufällig wählen? Nee, ne? Ja, dann machen wir das mal so. Okay. Das ist relativ... Das ist relativ rund hier so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich werde das Bild wahrscheinlich dann einfach oben rechts oder irgendwo einblenden, dass man das dann immer sieht, woran ich mich denn so orientiere. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Das ist gut. Ja. Ich glaube, das... Ja. Okay. Moment, ich muss mal unbedingt das Kinn so ein bisschen... Komm, wir gehen mal an das Kinn ran. Weil das Kinn ist tatsächlich sehr markant von der Frau Merkel. Es ist ja eher so... ich weiß ja noch nicht... Nee. So ein Grübchen hat sie da auf jeden Fall nicht. Das ist mir alles so... Weiß ja nicht. So vielleicht? So? Ich bräuchte eigentlich noch ein anderes Bild. Die sieht auch so jung aus. Kann ich mal die Nase vielleicht erstmal? Wobei die Nase sieht gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen kleiner, oder? Das sieht... Irgendwie sieht die viel zu gut aus. Also jetzt nicht, dass sie... Die sah bestimmt mal sehr gut aus, aber... Naja, ich komme da aus der Nummer nicht mehr raus, glaube ich. Wir brauchen relativ, ist das ja doch ein relativ großer Mund, oder? Es ist schwierig. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich weiß. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht, liebe Bürgerinnen und Bürger. Im Auftrag des Staates und der Bundesrepublik Deutschland verkünde ich hiermit, dass... Ja. So. Vielleicht dann die Nase doch ein bisschen weiter runter. Alter, das ist voll hübsch auf einmal. Kann man hier vielleicht dann... ich brauche Falten noch. Es tut mir leid, aber die Frau braucht einfach Falten. Na gut, dann nehmen wir das mal. Ja. Wir gehen mal zu den Augenbrauen. Vielleicht retten die noch irgendetwas. Sie hat gar nicht so viele, oder? Also nicht... Die sind relativ unscheinbar tatsächlich. Relativ dünn. Ja. So eher, oder? Ja, ist schon besser. Das ist besser, das ist besser. Wobei hier ist so, das ist gut. Aber vielleicht ein bisschen weiter runter vielleicht. Ja. Ich weiß ja noch nicht. Komm,
Wir müssen mal ganz dringend irgendwie ein bisschen Make-up draufhauen. Lippen. Ja, die, das Blöde ist, das Bild, das ich hier gerade habe, das seht ihr ja auch. Da hat die den Mund irgendwie gerade so zusammengekniffen. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Das sieht jetzt eher... Nee, sage ich jetzt besser nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich hier so sage. Die hat ja eigentlich gar keinen Lippenstift drauf. Oder wenn, dann so ganz unscheinbar. Ich weiß nicht, die Damen unter euch können mir da vielleicht so ein bisschen behilflich sein. Was ist denn der Unterschied hier? Keine Ahnung. Ich bin da einfach, was Schminken angeht. Was Schminken angeht, bin ich einfach total der Loser. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich lasse das erstmal, oder? Bin mir da total unsicher. Ja gut, die Ohren können wir eigentlich lassen. Vielleicht machen wir dann mal hier noch... Ja genau, die Wangen, das ist gut. Ja, das ist gut. Eyeliner auf jeden Fall. So ein bisschen hat sie tatsächlich. Obenrum so ein bisschen, aber unten relativ wenig. Nee, das ist zu viel. Das sieht aus wie Catwoman oder so. Das ist Catwoman. Das ist Batman. Das ist... Alter. Bisschen... Das ist doch nicht Angela Merkel, hallo? Ich brauche da unbedingt... Sag mal. Kann man das nicht ein bisschen weniger machen? So ein bisschen dezenter? Das ist doch nicht Angela Merkel. Das... Ja, ich weiß ja nicht so... Ach komm, was haben wir denn... Oh, okay, hier haben wir auch noch was. Ja, so ganz, ganz, ganz dezent. Oh Gott, das ist doch nicht Angela Merkel. Wer hat denn eigentlich hier dieses Ding dahin gehauen? Hm. Das ist schwierig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir kommen da nicht näher dran, oder? Die Nase könnte vielleicht auch so ein bisschen breiter sein, aber nur so ein bisschen. Die hat gar nicht so eine breite Nase tatsächlich. Ah, vielleicht hier so ein bisschen. Ah, der Nasenrücken ist schon ein bisschen breiter. So, vielleicht. Aber dann ist die Nase selber dann tatsächlich relativ klein. Ich habe dir noch nie so auf die Nase geguckt. Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Ich komme mir irgendwie gerade ein bisschen blöd vor. Ja, vielleicht kann man die Augenbrauen noch so ein bisschen weiter zusammenziehen. Ja, das ist gut. Die Augen vielleicht dann auch noch so ein bisschen. Bisschen höher, oder? Ich weiß auch nicht, ob die Augen so ganz in Ordnung sind. Vielleicht noch ein bisschen die hat irgendwie immer so ein bisschen verschlafenen Eindruck. Es soll jetzt nicht negativ sein. Es ist, ich meine, das ist eine sehr intelligente und gebildete Frau, aber trotzdem so ein bisschen den Anschein hat sie immer. Die Augen sind tatsächlich das Wichtigste bei der Frau Merkel. Naja, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, ihr habt den Satz heute schon tausendmal gesagt. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Oh, liebe Bürger und Bürgerinnen. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen soll. Ja, also des Kindes, da bin ich gar nicht zufrieden mit. Also, da würde ich mir erstmal ein DLC kaufen. Das Bundeskanzler-DLC. Natürlich, das kostet 50 Euro. Dann läuft das auf jeden Fall. Na gut, ja... Die Folge soll jetzt nicht ewig lang werden. Das Alter ist nicht attraktiv geworden. Vielleicht können wir noch irgendwie mit der Kleidung was retten. Ich weiß es nicht. Oder Muskeln. Boah, ich weiß gar nicht, was sie für Beine hat, ganz ehrlich. Sie hat relativ muskulöse Beine. Ich meine, wobei die wird den ganzen Tag nur gefahren. Die ist relativ schlank, aber... Oder? Also ein bisschen mehr kann ruhig drauf. Ich will die gar nicht nackt sehen. Alltagskleidung. Ich meine, Alltagskleidung ist für sie ja auch schon so Business und so, oder? Ja, ey, das sieht gut aus. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Vielleicht noch die Farbe so ein bisschen ändern. Aber das ist eigentlich gut, oder? Ich muss gerade überlegen. Eigentlich ganz cool. Kann man da die Farbe, genau, die Farbe noch ein bisschen verändern vielleicht? So grau, so eine graue Jacke? Ja, das ist gut. Die Hose, die Hose ist gar nicht so schlecht, aber ich weiß auch nicht, was für Schuhe sie anhat. So eine rote Hose, haben wir ja irgendwas in Richtung Business? Oder ein Rock? Nee, ein Rock trägt die eigentlich. Was hat die denn für Hosen an? Das ist total schwierig. Vielleicht...
sollten wir dann einfach mal die lange Hose, Nee, schon einfarbig, oder? Ja, so ein bisschen... Machen wir mal schwarz, oder? Ja, das ist besser. Schuhe, Moment. Wobei, Accessoires. Eine Brille hat sie ja nicht. Oder nicht immer. Eine Uhr, weiß ich gar nicht, ob die eine Uhr trägt. Haben wir irgendwie so eine... Was haben wir denn so an Uhr? Was ist das denn hier? Ist das eine Uhr? Das ist doch keine Uhr, oder? Keine Ahnung. Ja. Nee, ich wollte eigentlich zur Brille gehen. Handschuhe, okay. Wie, keine... Was? Wo ist die Brille? Ich will eine Brille. Ah nee, ich brauche ja gar keine Brille. Kette wollte ich, genau. Warum haben wir denn keine? Warum haben wir denn keine? Ein Ring hat die bestimmt... Ich meine, sie ist ja verheiratet, oder? So ein Ring, ja, auf jeden Fall. Komm, bisschen mehr. So, bisschen mehr hier überall. Warum gibt es keine Ketten? Ah, das regt mich gerade so ein bisschen auf. Ich brauche eine... Ach, sie hat ja eine Kette an. Kann man nicht hier irgendwie den Hals dann vielleicht dann noch so ein bisschen zerknitterter? In dem Alter darf man das ja mal. Brust! Na, das ist ein gutes Thema. Jawohl. Na, hier. Das sieht so geil aus. So, ein bisschen weniger. Ich guck nicht so... Oh, es ist immer noch viel zu viel. Mein Gott. Könnte sich einer verletzen. So, besser. Ja? Das ist gut. Komm, wir gehen mal kurz zu den Schuhen rüber. Natürlich, die Nein. Was hat sie denn für Schuhe an? Irgendwie so Business-Schuhe halt. Nee, nein. Was? Sag mal, gibt es denn hier keine ordentlichen Schuhe? Ja, das ist definitiv besser. Vielleicht könnte man dann irgendwie hier noch so die Farbe ein bisschen... Ja... Ja, das gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ihr könnt das wahrscheinlich besser. Aber das ist momentan eigentlich das, was... Das Maximale, was ich so rausbekomme. Ja, gut, Abendkleidung. Ja, pff. So, oh. Ach so. Ich sollte auch noch eine Hose vielleicht anziehen. Die hat doch kein... Sag mal, es gibt nur Röcke? Die Angler trägt doch nicht so einen kurzen gelben Minirock. Das kann nicht sein. Kann man die nicht ein bisschen länger ziehen? Nein. Die Farbe gefällt mir übrigens auch nicht. Ja, doch, das sieht, sieht aus wie eine Kellnerin. Aber okay, gut. Sportkleider, oh. Ja. Ja, ne? Ach komm. Alter, das ist voll in Ordnung. Wobei die Schuhe... Nee, die Schuhe sind cool. Das ist voll in Ordnung. Ja, nachts... Ja. Oh. Hallo. Ja, vielleicht so ein Höschen. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht dann hier sowas. Ja, das... Ja, da müssen wir nur noch die Farbe ändern. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. So, Ausgekleidung. Ich wollte schon... wobei, das war cool. Das ist cool, das ist gut. Ich meine, angesichts der Tatsache, dass wir nicht so viele Möglichkeiten hier haben, ist das in Ordnung. So ein bisschen dunkler. Ja. Wobei... Ach so, die Hose ändert sich dann. Ja, doch, dann nehmen wir das, oder? Ja, ganz ehrlich, also ich finde, das ist nicht so schlecht geworden. Das kann man mal machen, oder? Das ist in Ordnung. So, jetzt kommen hier noch ein Bestreben auswählen, Beliebtheit. Tja, Wissen natürlich. Eine sehr kluge Frau, ich glaube, die hat auch ihr Abitur mit 1,0 und so gemacht. Computerfreak weniger. Ich sag nur Internet und Neuland und so. Nerd hören besser, sowohl belesen als auch geschickt sein, oder? Wenn man in vielen Dingen gleichzeitig begabt. Ja, das auf jeden Fall. Als Bundeskanzlerin sollte man schon in sehr vielen Dingen sehr begabt sein. Kreativ, selbstsicher, wahrscheinlich. Genie. Diese sind häufig konzentriert, können mit anderen Ideen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie ihre Mentalfähigkeit eine gewisse Zeit... Ich glaube, ganz ehrlich,
eigentlich schon, dass Frau Merkel schon ein Genie ist, muss ich schon sagen. Also ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr intelligente Frau. Ja, ich weiß nicht, wo halt die Grenze ist zwischen Genie und Wahnsinn. Nein, zwischen Genie und Intelligenz. Oder also hoher Intelligenz. Wann ist man ein Genie und wann ist man einfach nur überaus begabt? Es ist schwierig zu sagen. Aber das machen wir jetzt mal. Noch ein Merkmal. Was können wir denn noch so machen? Ehrgeizig müssen wir. Wo waren ehrgeizig? Einzelgänger, nein. Gesellig? Ah. Ich meine, sie muss ja gesellig sein. Perfektionistin. Würde ich schon sagen. Show Geek, Bücherwurm. Kunstliebhaberin, das weiß ich gar nicht so genau. Genießerin. Gutes Essen wahrscheinlich auch, oder? Liebt die Natur? Kann ich mir auch gut vorstellen. Wahnsinnig? Nein. Vielfraß? Nein. Tollpatschig? Nein. Materialistisch? Würde ich jetzt auch nicht sagen. Faul? Auf gar keinen Fall. Ehrgeizig. So. Ja. Dann. Andrea Merkel? Nein. Angela. Komm, dann heißt sie jetzt einfach wirklich so. Name zufällig auswählen. Nee, das machen wir so. So, Frau Bundeskanzlerin. Ja, das ist super. So, du hast einen Haushalt gespeichert, Merkel. Perfekt, kann man das jetzt irgendwie bei Haushalt muss in der Galerie geteilt werden, um auf Facebook. Na gut, aber ich hau die Folge sowieso jetzt gleich auf Facebook raus. Das sollte relativ schnell gehen, die werden immer schön klein. Und ja, ich würde mich natürlich mal dafür interessieren, was ihr meint. Kriegt ihr das besser hin? Ist das in Ordnung? Habe ich irgendwas vergessen? Könnte man die tatsächlich noch ein bisschen näher an das Original bringen? Also rechts seht ihr wahrscheinlich das Foto gerade. Haut es einfach mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und ja, natürlich auch, ihr könnt gerne vorschlagen, wen ich als nächstes dann noch nachbauen soll. Ich habe da schon eine Idee. Neben Angela Merkel, relativ mächtig, Politik und so, ne, großes Land. Und ja, da hätte ich auf jeden Fall eine Idee. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. In dem Sinne, ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß. Gebt doch einfach mal ein Like oder lasst halt einen Kommentar da. Oder guckt mal bei Facebook vorbei, da gibt es auch immer schöne Sachen. Und in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal mit Kreiere dir einen Sim. Tschö. Ja, ich bin ja gar nicht zufrieden damit. Also, ja.